Hallo YouTuber, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Hinterkaifeck. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ihr seht, es geht schnittig weiter von der letzten Folge zu heute. Ja, es liegen ja nun immer einen Tag dazwischen, ne? Also eine Folge, einen Tag Pause, eine Folge, einen Tag Pause, kennt ihr ja, ne? Und ja, in der letzten Folge haben wir die Tiere soweit versorgt und fertig gemacht. Und heute werden wir uns darum kümmern, das Feld hier fertig zu bekommen. Natürlich werden wir auch den Helfer etwas dazu nutzen. Weil den werden wir mit dem Striegel wieder losschicken. Und wir werden kalken. Ne? Aber wir werden es so machen, wir werden erst mal kalken und dann den Helfer mit dem Striegel losschicken. Da kann er das ganze Bild einstriegeln. Und dann geht das auch sein Gang. So, wir müssen, wenn wir dann zum Händler fahren, weil er hat ja auch für den Maisernte, hat er für uns ja noch was dastehen. Da müssen wir unbedingt die Walze hier mal mitnehmen. Weil die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Wir haben ja die Saatbettrückverfestigung mit drauf. Und da geht das nämlich. Da brauchen wir das gute Stück nämlich nicht mehr. So, der Kollege kommt erstmal hier vorne rein. Er hat seinen Dienst erstmal erfüllt. Bin am Überlegen, ob wir uns vielleicht noch einen schönen Rind mit auf dem Hof holen. Da könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie groß, was für ein Rind. Ne? Also ich persönlich, ja gut, ich hätte schon eine Vorstellung. Aber ich will euch da mal nicht beeinflussen, deswegen behalte ich meine Vorstellung erstmal für mich. Ja? Und guck erstmal, was ihr so meint. Mensch, was könnt ihr denn noch so als Bulldog mit draufnehmen? Ne? Auf dem Hof. So. Gucken wir erstmal unseren kleinen Kalker an. Haben wir natürlich Gott sei Dank was drin. Gutes Stück. Normalerweise, aber wir können gleich hier rumzüdeln. Ja, das kleine Stück, wie gesagt, das machen wir dann auch mal Wiese. Geht das nämlich. Weil mehr kannst du da hinten bei dem kleinen Putzel sowieso nicht machen. Zodle. Gleich wieder hier drauf fahren. Legen gleich wieder einschalten. Da. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Geht auch relativ, ja. Es rieselt zwar schön mächtig gewaltig raus, aber vielleicht. Ne, wir warten mal ab, ob es reicht. Auf dem Acker. Wir warten mal ab. Wichtig ist halt wirklich, dass wir danach noch striegeln, dass das erste Mal durch ist, weil haben wir das Saat drin, haben Dünger drauf, haben Kalk mit drauf und dann haben wir dann quasi noch mechanisch dem Unkraut entgegengewirkt und dann haben wir soweit im Prinzip alles erfüllt und gemacht, um die besten Voraussetzungen zu leisten, dass unser, ja, dass unsere Frucht dann ordentlich wachsen kann. Mehr kannst du, ich bin gerade am Überlegen, mehr kannst du gar nicht machen. Haben wir alles optimal gemacht. Ja, das Einzige, was uns halt wirklich viel Geld kostet in dem Sinne, das ist Saatgut noch. Ne, weil ich strebe an, dass wir irgendwann mal uns eine Saatgutproduktion noch an Hof bauen. Der Kalk kostet uns halt derzeit noch ein bisschen Pinunserinus. Ja. Und ansonsten war es das. Ne? Ich meine, klar, Diesel, logisch, ne? Aber gut, es ist halt so. Da brauchst du nun mal. Ja. Und ja, aber ansonsten kommen wir richtig gut hinterher. Ich bin halt wirklich sehr froh, dass wir ein Feld schon fertig haben. Das zweite wird dann jetzt auch fertig. Ne? Und da können wir uns die Wiesen nebenbei, haben wir so nebenbei gemanagt ein bisschen, ne, kann man sagen. Und dann können wir uns dann auch jetzt schon wieder
mit vollem Einsatz auf das bevorstehende oder anstehende Häckseln konzentrieren. Ja, so. Wenn wir das durchhaben und dann zeitnah, vielleicht eventuell im Oktober soweit sind, dass wir dann noch ein paar Kartoffeln rausmachen und noch ein paar Rüben, dann, boah, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir eigentlich richtig gut im Geschicke, ne? Klar, wir nutzen den Helfer, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, also Curseplay, ja, aber nur so, finde ich, kommen wir richtig gut voran, ja. So, weil, klar, wir könnten es auch anders machen, ne? dass ich im Prinzip alles selber mache, ja, aber A, dauert das länger, bis wir da irgendwo vorankommen, und B, müsste ich, um die Zeit auch zu haben, immer so im Wechsel zwischen Realtime-Spulen, ne? Hab's das jetzt aktuell so auf der 2 laufen. Denke, das geht recht gut. Das reicht ganz gut aus. Weitestgehend. Ja, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es so findet generell. Ja. Aber ich finde, wir sind gut dabei. Wir machen das auch mit einer gewissen Art und Weise mit Köpfchen. Ja. Wie gesagt, es soll ja so sein, dass wir irgendwann zum Ende des Projektes hier quasi alle Flächen besitzen in Hinterkaifeck. Ne? Das ist das Ziel des Ganzen. Klar, wir haben jetzt ein paar Wiesen, wir besitzen zwei Felder, wir haben unseren Hof, ne? Aber da ist noch einiges zu tun, ja. Also holla die Waldfee. Da müssen wir uns schon noch Mittel drehen, ne? Um es mal mit den Worten zu sagen. Da muss schon noch ein bisschen was kommen. Aber das kriegen wir hin, ihr Lieben. Das kriegen wir alles hin. Da. Läuft ja auch gut. Läuft ja auch richtig gut. Mm. Ach ja, und heute, schönen Feiertag, ihr Lieben, ne? Ein schön, warte mal, bin ich jetzt durcheinander? Nee, doch, ist richtig, ein schönen Feiertag. Vielleicht habt ihr sogar Glück und ja, habt Bock, im Livestream vorbeizuschauen, denn wir sind ja heute zum Feiertag, sorry, live mit ja, unserer Häckselaktion. 20 Millionen Häckselgut in 20 Stunden und das Ganze als Panda. Mhm. Habt ihr richtig gehört, Panda. Also wenn ihr da Bock habt, kommt da gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Also wenn wir Glück haben, kommen wir mit dem Kalk aus. Wenn wir Glück haben, ich will es noch nicht beschreien. Aber wir müssen gucken. Und das Striegeln, ja, das Striegeln, das lassen wir auch vom... das Striegeln lassen wir auch vom Dings machen, vom Curseplay Helfer, unserem Angestellten. Ja. Aber es kriegt er auch gut hin. Das läuft. Ja. Ja, doch, sollte gehen. Sollte gehen, könnte aber auch knapp werden. Wir schauen einfach mal. Aber ihr könnt mir auch gerne mal so in die Kommentare schreiben, ihr Lieben, falls ihr heute nicht den ganzen Tag am Gerät wart, sprich PC oder Laptop oder Tablet oder Smartphone oder. Was habt ihr heute so getrieben zum Feiertag? Ja? Ich gehe mal davon aus, da der Wetterbericht so für die Woche vorhergesagt hat, dass das Wetter wohl schön werden soll, auch relativ warm werden soll, gehe ich auch davon aus, dass es heute zum Donnerstag, zum Feiertag, schön warm ist, schön sonnig ist. Ja, und deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, was habt ihr so gemacht heute? Im Falle, ihr wart nicht an den elektronischen Geräten. Ja, ja, durchaus auch mal möglich, dass man die einfach mal beiseite legt. Mal rausgeht in die Natur.
47% haben wir noch. Mal echt gucken. Ich hätte das jetzt auch, weil sich der ein oder andere fragt, Mensch, warum machst du das denn jetzt selber und lässt das nicht mit Curseplay machen? Ganz einfach erklärt. Hätte das mit Curseplay machen lassen können. Allerdings wäre es dann wieder so gewesen, weil ich das ausgeschalten habe, dass das Ganze vom Helfer verbraucht wird. Ja, weil der Helfer... also gut, man könnte es so einstellen, wie wir es bei der Sämaschine haben, dass wir wieder auffüllen müssen und. Aber ab und an finde ich das mit dem Kalken selber auch sehr, sehr schön. Ja. Und hätte ich das wieder auf Kaufen gestellt, dass der Helfer quasi durchweg durchfährt, würde hier erstens nie was alle werden. Und zweitens würde mein Geld nur so nach unten rasseln. Und das möchte ich nicht. Ich möchte das so schon gern ein bisschen im Auge behalten, wie unser Geld hinweggeht oder reinkommt. Ja. Von daher mache ich das Ganze hier lieber selber. Das mit dem Striegeln oder was ernten oder. Das ist, steht auf dem anderen Blatt. Das geht. Das kann unser Curseplay-Helfer machen. Das ist dann weniger schlimm. Da haben wir dann bloß die Kosten zu tragen für unseren Fahrer. So. 30%. Ach, das passt. Das passt locker. Das passt locker. Zettel. Das kleine Stück noch. Machen wir das hier noch. Und dann haben wir es, Leute. Dann haben wir es. Jedenfalls mit Kalken. So, dann Pille. Machen wir hier erstmal aus. Fahren aber gleich hier vorne raus. Beziehungsweise wir stellen ihn mal hier vorne hin. Da wir sowieso noch Kalk holen müssen. Ja. Und von daher können wir den Kleiner hier stehen lassen und werden mal schauen. Warte, mit dem Striegel, kriegt er das hin mit dem Striegel? Eigentlich schon, oder? Gucken wir. Richtig. Weil jeder Bulldog auf dem Hof muss ja irgendwie Nutzen erfüllen. Ja, doch, der kriegt das hin. So. Dann schauen wir mal. Dann werden wir erstmal Curseplay anschalten. Totally. Job erstellen. Curseplay. Zielpuss. Machen wir das hier. Feldposition haben wir. Da machen wir aber nochmal neu. Und wir machen Vorgewende 3. Wir starten auf Bahnen. Vorgewende machen wir scharf. Und Kurs. Nein. Und Kurs generieren. So, okay, da haben wir das. Job starten. So, erster Wegpunkt bitte. Mal, dass das funktioniert hier. Ja, ist ganz schön flott unterwegs, muss man mal sagen, nicht wahr? Jetzt bin ich gespannt. Ja, perfekt. Perfekt. So, wir haben
Also, wir haben pH-Wert perfekt, Stickstoff perfekt, erwarteter Ertrag liegt mal bei 99% von Ertragspotenzial von 100%. Okay, dann lippt das. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und hier drüben haben wir, na gut, hier haben wir halt 94%, ne? Weil noch nicht gepflügt und so, müssen wir dann sehen, werden wir dann beim nächsten Mal machen, wenn wir es abgeerntet haben. Ja. Dass wir da quasi mal mit dem Tiefenlocker durchgehen. Aber ansonsten läuft das hier richtig, richtig gut, ihr Lieben. Ihr lasst gerne das Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und ich bin erstmal raus, sagt tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.